In Deutschland, hier in der südlichen Region, gibt es eigentlich zwei Eidechsenarten. Das ist die Mauereidechse und die Zauneidechse. Und die sind beide nach europäischem Recht geschützt, also streng geschützt. Und deshalb müssen die aus der Baustelle abgefangen werden, weil sonst ein Tötungsdelikt besteht und genau das strafrechtlich verfolgt werden kann. Also hier im Hintergrund sieht man die Vergrämungsfolie. Die ist dazu da, um die Eidechsen zu vergrämen. Aufgrund dessen, dass sie weiß sind, möchten die Eidechsen da nicht so gerne drauf gehen, weil die sich nicht so gut sonnen können, wie zum Beispiel auf Holzstämmen oder auf schwarzen Materialien. Der Reptilienschutzzaun ist dazu da, dass Eidechsen, die noch außerhalb des Baufeldes leben, nicht in die Baustelle reinlaufen können. Und am Reptilienschutzzaun ist eigentlich auch ganz gut zu fangen, da die sich dort sonnen können und schneller erwärmen können. Wir haben hier in dem Bereich zwei verschiedene Eidechsenarten, die eben auch verschiedene Habitate beanspruchen. Das ist hier auf der Baustelle sehr schön zu sehen, dass man eben die Mauereidechsen eher an Strukturen hat, die offener liegen. Die Zauneidechsen gerne in Holzstrukturen eben leben oder auch Heckenstrukturen. Normalerweise wird vor Baubeginn, also generell 2 Jahre vorher, erstmal kartiert im ersten Jahr und im zweiten Jahr abgefangen. Die Kartierung ist dazu da, dass man ungefähr abschätzen kann, wie viele Eidechsen auf der Baustelle leben. Und dann werden Ausgleichsmaßnahmen gebaut und die sollten sich auch an die Anzahl der Eidechsen richten. Und im nächsten Jahr wird dann eben abgefangen. Man macht am Ende des Jahres dann quasi 3-0-Begehungen oder wenn man weiß, es sind kaum noch Eidechsen zu finden. Und da sollen eben dann 0 Tiere gefunden werden in 3 Begehungen in einem gewissen Abstand an Zeit. Würde ich bei der dritten Nullkontrolle doch unverhofft noch eine Eidechse finden, würden natürlich die Nullkontrollen von vorne beginnen. Also diese 3 Durchgänge müssen komplett abgeschlossen sein, damit man eben davon ausgehen kann, dass keine Tiere mehr da sind, die durch das Bauvorhaben in irgendein Risiko gestellt werden.